Schlafender Riese. Also es ist eine Taverne, sagt man das so? Ich glaube schon. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Es ist kam einst ein Recht Ragnar der Rote, genau. Oh. Nach Weißlauf geritten. Nee, hör bloß auf. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Das Bier wird schlecht. Was erzählt er da? Der hat Stress um eine Frau? Das klingt nach einem Auftrag für die drei Fragezeichen. Quatsch. Darf ich euch um etwas bitten? Ich habe in Helge einen Drachen gesehen. Ihr und Fendal mögt dieselbe Frau? Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Er hört sich... Was sag ich denn jetzt hier? Gib mir ein Humpenbier. Er hört sich hartnäckig an. Warum nicht etwas dagegen tun? Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sieht Camilla in Feendal etwas mehr als einen Freund. Aber warum es darauf ankommen lassen? Hier, gebt Camilla diesen Brief. Er ist voll giftigen Unsinns. Sagt ihr, er sei von Feendal. Oh, und schon bin ich bestochen worden hier. Mein Gott. Wo habt ihr gelernt, so schön zu spielen? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Kann ich mir so nicht merken. Aber vielleicht gehe ich da einfach mal hin. Ah, da komme ich in Auftrag. Erkunde die Bardenakademie. Mache ich aber nicht jetzt. Habe ich Besseres zu tun hier. Ich habe in Helgen einen Drachen gesehen. Das erzähle ich dem einfach mal davon, oder? Ja. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Habe ich schon gehört, ja. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Ach so, nee. Der soll mir hier nichts vorsingen. Bis zum nächsten Mal. Ich hab keine Lust. Mal gucken, ob ich noch mit jemandem reden kann. Embry! Reden mit Embry. Was sagt er denn? Was gafft ihr so? Oh. Das wollte ich jetzt nicht hören. Was sagt denn Alvor? Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Ja, umso schöner, dass ich mal vorbeikomme, ne? Ein bisschen Gesellschaft. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Na gut, das hört sich schon mal freundlich an. Vielen Dank. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Okay, das hört sich auch ziemlich interessant an, deinem Beruf. Finde ich echt toll von dir. Ja. Wenn du weiter nichts zu erzählen hast, dann gehe ich hier mal weiter. Delfine. Mein Gott, was für ein Name. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Oh, das hat mal schnell die Runde gemacht. Ein Zimmer mieten? Nee, nicht jetzt. Nee. Ich spreche mal mit dem Orgnar. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Bis dann. Mal. Gebt mir ein Humpenbier. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delfin. Was habt ihr zu verkaufen? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Ich will nämlich gerne nichts kaufen, sondern verkaufen. Gegenstände über den Tränen. Was? Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Um einen Gegenstand zu verkaufen. Aber zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Okay. Dann gehe ich mal in mein Inventar und er kauft nichts von mir. Ja, super. Was hat er denn für mich? Zutaten? Nee. Lassen wir das mal. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in lagerstehender Strom. Lagerstehender Strom. Okay. Dass es noch ein Quest, den ich machen soll.
Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Ja. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay, begibt dich zur Akademie von Winterfeste. Noch ein Auftrag. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Und noch ein Auftrag. Sprich mit Aventus Aretino. Okay, ich guck mal kurz in mein Quest-Tagebuch. Was da so drin steht. Wo war das jetzt? Karte. J-Tagebuch. Mein aktiver Quest ist ein Hauptquest und zwar vor dem Sturm. Sprich mit dem Jahr von Weißlauf ist mein Auftrag. Und bei Verschiedenes habe ich schon... Oh, meine Güte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nebenaufträge. Sprich mit Ventus Aretino. Akademie von Winterfeste. Töte den Banditenführer. Erkunde die Badenakademie. Erzähle Fender von Svens Brief. Das ist das, was ich als erstes machen werde. Oder bringe Svens Brief zu Camilla. Ne, zuerst mache ich erzähle Fendal von Svens Brief. Ja, das ist Gott sowieso zusammen hier. Gut, und dafür muss ich hier aus dieser Tür gehen. Zurück nach Himmelsrand. Und dort soll ich... Wo ist meine Questmarkierung? Habe ich keine Questmarkierung? Karte... Auf Karte anzeigen. Umgebungskarte war L drücken. Okay, die Häuser scheinen verschlossen zu sein, wo ich rein soll, deswegen... Ach, da ist noch ein Zeichen, da muss ich hin. Was steht da? Handelskontor. Nun, gut. Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Kein Problem. Ich bin hier mitten in einen Streit geraten. Hilft ja nichts. Das ist die Lady, mit der ich sprechen soll, aber ich spreche mal zuerst. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Na gut, dann mache ich das doch mal. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ah, ein Gemischtwarenladen. Sehr gut, der kauft ziemlich viel Scheiß an und... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Das werde ich direkt mal versuchen loszuwerden hier, meine ganzen Sachen, die ich aufgesammelt habe. Was will ich denn verkaufen? Ich will einen Bärenpelz verkaufen. Ich will mein Kopfgeld verkaufen? Nee. Behalte ich. Die drei Wolfspelze verkaufe ich. 1, 2, 3. Den silbernen Granatring kann ich nicht gebrauchen. Sieht ziemlich schwul aus, wenn ich ihn trage. Deswegen verkaufe ich den, so wie die silberne Halskette. Und genau, die Novizenkapuze verkaufe ich. Und die Novizenrobe. Einen Langbogen. Ich habe ja zwei. Ein das kaiserliche Schwert behalte ich. Nicht verkaufe ich. Und die Eisenkriegsaxt verkaufe ich auch. Okay. Den Rest behalte ich erstmal. Kann ja nicht schaden. Ist jetzt was passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Oh nein, das ist aber traurig. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Kann ich das überhaupt? Ja, ich kann. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, mein Gott. Braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Einen Führer? Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Ich brauche einen Führer. Habe ich jetzt diesen Quest angenommen oder habe ich ihn... Was ist denn jetzt los hier? Ich soll hier raus und was jetzt?
Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Da oben oder was? Ja, okay. Ich will... Warte. Was machen wir hier? Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Na gut. Ich laber jetzt erstmal mit der... Ich gehe dann mal wieder. Okay, na gut. Achso, warte, ich guck mir nochmal kurz an, was ich überhaupt machen musste. Ich musste... Kann ich auch ja direkt hier drücken? Ja. Bei Verschiedenes. Bringe Svens Brief zu Camilla oder erzähle Fendal von Svens Brief? Ich erzähle erstmal Fendal von dem Brief. Mal gucken, was der zu sagen hat. Wo ist denn hier Fendal? Anscheinend da hinten irgendwo in einem Haus. Dann gehe ich einfach mal da rein, würde ich sagen. Wenn ich ja nicht einbrechen muss, um mit ihm zu reden. Ich hoffe mal nicht, es ist immer sehr unangenehm. aufschließen. Nee, da gehe ich jetzt mal nicht rein. Ich schlafe erstmal die Nacht drüber. Hier war doch das Haus irgendwo von... Da ist der Hund, genau. Wie heißt denn der? Stump. Wuff, wuff, ja genau. Wollte ich auch gerade sagen. Hotz und Gerdruds Haus. Da kann ich doch rein, da habe ich auch schon Schlüssel für. Genau. Kann ich euch helfen? Nee, ich will einfach erstmal nur pennen, würde ich sagen. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, stimmt. Kann ich noch was sagen? Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Wie trete ich den Sturmmänteln bei? Ulfriks Hauptstadt ist Windhelm, nordöstlich von hier. Ihr solltet euch zuerst an Galmar Steinfaust wenden. Ulfriks rechte Hand. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen, sollte ich vor euch in Windhelm eintreffen. Okay, gut, das ist nett von dir. Den Rest frage ich ihn jetzt erstmal nicht, ist uninteressant. Ich werde eine Weile hier oben bleiben, ehe ich nach Windhelm aufbreche. Seid vorsichtig. Bin ich immer. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Hat er dieselbe Stimme? Sagt, wie sah er denn aus? So das ist natürlich schlecht. Der hat tatsächlich dieselbe Stimme wie der andere und die spielen demselben Quest mit. Das ist unfassbar. Naja. Vielleicht werdet ihr bald selbst einen zu Gesicht bekommen. Helgen ist nicht weit. Nö, ich sag dir mal hier. Noch viel größer, so groß wie das Gasthaus. Unglaublich. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Hoffen wir mal das Beste für dich. Ich speichere mal hier vorsichtshalber. Mit einem neuen Spielstand. Und dann gucke ich mal in die Truhe rein. Und nehme mir die 54 Gold. Das ist nämlich kein Stehlen. Und ich lese Olaf und der Drache. Ihr könnt wie immer auf Pause drücken, wenn ihr mitlesen wollt. Laut vorlesen werde ich jetzt nicht. Ich werde einfach durchblättern. Das werde ich bei allen Büchern machen, die ich finde. Dann habt ihr mal die Gelegenheit, die Bücher zu lesen. Das geht wahrscheinlich auch bei Google, aber einfach mal im Game, wenn es euch interessiert. Pause drücken und einfach mal mitlesen. Das war's nämlich schon. Mitnehmen werde ich es nicht. Ich werde es mir eventuell selber mal angucken. In naher Zukunft. Die Götter über 15 Gold. Das Fell nehme ich nicht mit. Kämpfe wachen. Stehlen. Lesen. Fjord und Holger. Mache ich jetzt gleich. Durchsuchen. 4 Gold. Nehmen Geldbeutel. Und dann lese ich das Buch mal. Verfasser unbekannt. Auch schön. Das war ja jetzt nicht besonders viel. Hätte ich ja auch direkt so lesen können. Und da liegt sogar noch Gold. Noch mehr Gold. Oh, da war noch ein Buch, das kann ich... Oh, das habe ich jetzt genommen. Ich lese mir jetzt mal kurz dieses Buch hier durch. Mein Gott, sind das viele Seiten. Da muss ich ja stundenlang umblättern, um das irgendwann... Ist die Frage, mache ich das tatsächlich bei jedem Buch, das ich finde?
weil das wird doch ziemlich aufwendig, vor allen Dingen, wenn ich an Bücherschränkern vorbeikomme, wo tausende Bücher drin stehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ziemlich nervig wird, das alles einzeln durchzublättern. Ich guck mal, ob ich da Bock drauf habe. Was ist hier im Schrank drin? Ah, steht doch leer, ich Vollidiot. So, dann gehen wir mal schlafen. Wir haben 12.06 Uhr, also morgens. Das heißt, wir schlafen einfach mal bis 8 Uhr, das sind 8 Stunden. Ne, nicht 24, 8. Ja. Und schon haben wir... Ja, perfekt. Die perfekte Uhrzeit, kämpft, um weiterzumachen. Oder sterbt. Ja. Werde ich. Ich kann aber auch nicht so eine coole Geste machen wie du. Finde ich scheiße. Okay. Dann speichere ich hier mal an diesem Punkt und höre auf für heute. Leider Gottes. Und zwar werde ich früh schlafen gehen, damit ich morgen fit für die Arbeit bin. Und ja. Werde dann die nächsten Tage mit den Let's Plays von Skyrim weitermachen. Ich hoffe, dass ihr wie immer mit dabei seid. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von meinem Let's Play. Schreibt mir auch mal rein, ob ich tatsächlich alle Bücher durchlesen soll. Ich klicke ja schnell die ganzen Seiten durch. Das ist jetzt nicht sehr zeitintensiv. Aber wenn ihr meint, dass es einfach nur nervig ist, dann schreibt rein. Hört doch bitte auf damit. Spiel einfach weiter, ohne die Bücher alle durchzulesen. Aber ich für meinen Teil finde es eigentlich ziemlich cool eigentlich. Dann hat jeder mal die Chance, sich die Dinger durchzulesen, wenn er sich dafür interessiert. Und, ja, aber die haben nämlich tatsächlich alle Inhalte, ne? Also da ist tatsächlich zu jedem Buch was geschrieben worden. Das finde ich schon ziemlich krass. Ziemlich aufwendig von den Spieleentwicklern. Naja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde mir dann mal zu Herzen nehmen, was ihr schreibt. Und, ja, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Runde wieder mit dabei seid. Also, bis dahin. Haltet die Ohren steif. Haut rein.